können die Muslime auch am Todesgebet teilnehmen. Also man darf nicht für jemanden, der nicht auf Islam gestorben ist, um Vergebung bitten. Darf man nicht. Weil Allah sagt im Koran, in Surah 9, Vers 113, dort sagt er, وَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي الْقُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. Es ist nicht erlaubt für den Propheten und für die Gläubigen, für die Ungläubigen um Vergebung zu bitten, nachdem ihnen klar geworden ist, dass sie zu den Gefährten der Hölle gehören. Dieser Vers ist offenbart worden mit Hinweis auf Abu Talib, der Onkel des Propheten. Allah verbietet das dem Propheten, um Vergebung für ihn zu bitten.